Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht genau, ob man wirklich effektiv nutzt. Das ist immer davon ab, wie ihr spielt. Ich persönlich bin ehrlich, nutze es nicht so stark, aber man könnte es nutzen. Im Stream auf Twitch haben wohl einige gesagt gehabt, dass es auch eigentlich ganz cool ist und man doch eigentlich ein Video draus machen könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht gehabt, komm, wir machen mal ein Video drauf. Um was geht es? Ihr habt es im Titel ein bisschen gelesen, es dreht sich hier um Honig. Ja. Und den Honig kann man nicht nur essen oder für Kibbel benutzen, sondern man kann mit auch Dinos anlocken. Wir tun jetzt mal ganz kurz hier unten ein paar mehr in die Leiste ziehen. Ich erkläre euch gleich, warum ich ein paar mehr reinziehe, weil ich, oder besser gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock, jedes Mal immer mein Inventar aufzumachen. So, jetzt haben wir hier unten in der Leiste Honig. Ja? So, ich bin gerade nur im God-Mode wegen dem Gewicht. Also Agro ziehen wir trotzdem ganz normal, das hat damit nichts zu tun. So, jetzt haben wir mal fiktiv hier eine Tamebox gebaut. Klar, die Tamebox ist jetzt nicht gut. Es geht einfach nur darum, dass man eine für die Optik hat. Und wir wollten jetzt dieses Dreieck zähmen. Und das geht nicht nur bei einem Dreieck, das geht auch bei allen anderen Kreaturen. Wir gehen jetzt hier hin und werfen den Honig raus, indem wir einfach unten jetzt die 1 drücken. Und wir sehen, das Dreieck peilt jetzt den Honig an und läuft zu dem Honig, weil es ihn fressen möchte. So, jetzt können wir hier hingehen und sagen jetzt zum Beispiel drücken auf die 2, nehmen jetzt den nächsten Honig, drücken dann auf die 3, für den nächsten, vielleicht nur die 4 hier hin, machen wir die 5 hier hin und die 6 machen wir mal hier rein. So, gucken wir, ob ich vielleicht ticken zu schnell war, müssen wir mal gucken wegen dem Ablaufen, dass die halt auch, weil die halt nur 35 Sekunden hier jetzt bei mir im Lokalen, könnten ticken zu schnell gewesen sein, aber... Ihr seht, das Dreieck läuft jetzt die Linie ab und frisst sich Honig für Honig durch. Mal gucken, ob das letzte von der Zeit, na, es wird vielleicht eng. So, hätten wir jetzt hier eine Tür drinnen in dieser Box, hätten wir ein Dreieck eingefangen, ohne dass wir was gemacht haben. Nämlich einfach nur Honig rausgeworfen, zack, und der Dreieck wäre in der Box. Wir machen jetzt die Tür zu und wir haben ein Dreieck ohne irgendwelchen großen Aufwand. Und das geht, wie gesagt, nicht nur bei Dreieck, sondern bei vielen Kreaturen auch. Ich habe jetzt mal so rumprobiert. Klar, ich kann nicht jede Kreatur probieren, Leute, weil es ist halt relativ viel, was man machen kann. Also, wie viele Kreaturen haben wir? 130 Kreaturen oder so. Aber ich habe es bei Rexen probiert. Da würde es funktionieren. Aber Rexen würde ich von vornherein sagen, ja, ist ein bisschen doof, weil, nee, nächstes Mal so, bei Fleischfressern, die viel kämpfen, wie Rexe zum Beispiel, macht das nicht viel Sinn, weil der Rex priorisiert zum Beispiel lieber einen Fiomea als euren Honig. Das heißt, das würde ich eher bei Kreaturen nehmen, die ihr vielleicht eh einbaut, wie zum Beispiel Gasbags, Enkis, Dödis, oder wie zum Beispiel, was gibt es denn noch, was vielleicht nicht kämpft, eventuell, wenn ihr ein Velo vielleicht einbauen wollen würdet. Also es geht auch bei anderen Kreaturen. Wir können es mal ganz kurz hier testen. Auch bei einem Argentavis als Beispiel haben wir mal hier irgendwo gerade auf der bösen Insel mal einen Argentavis rumfliegen. Hier oben sind Tawny Dragons, bei denen geht es auch. Megalania, hier ist auch ein Argentavis. So, wenn wir jetzt oben einen Argentavis zum Beispiel, dürfen wir nicht zu nah dran, dann ziehen wir auch Agro. So, gucken wir mal, ob er jetzt gerade wegfliegt. Gucken wir mal, ab wann eventuell unsere Honig hier schon, unter Honig ihn schon anlockt. Okay, der ist ein bisschen weit weg. Ich glaube nicht, dass der Honig ihn ranzieht, sondern der wird ein bisschen, ja, der ist ein bisschen weit weg. Also man muss halt schon gucken, die Reichweite des Honigs ist halt nicht groß. Also ihr müsst da schon ein bisschen schauen. Und man kann ihn nicht mehr aufheben, sobald er einmal am Boden liegt. Also auch das habt ihr ihn geworfen, ist er halt weg. Ja, aber ganz wichtig, ihr müsst ihn wirklich in eure Leiste hier runterziehen und dann im Endeffekt rauswerfen. Ich kann mal ganz kurz gucken, wenn ich mein Gewicht loswerde, kann ich aber den God-Mode ausmachen, falls jetzt jemand sagt, oh, das liegt daran, weil du gerade im God-Mode bist und das geht sonst ja nicht. Obwohl sowas ja nichts mit God-Mode zu tun hat. Mir geht es einfach nur darum, dass wir halt relativ einfach jetzt von A nach B fliegen können. So, der Honig ist vergammelt, weil der Argentavis oder so nicht da ist. Hier haben wir doch hier unten nochmal einen, der ein bisschen weiter am Boden ist. So, gucken wir mal, der fightet wahrscheinlich auch gerade, oder? So, gucken wir mal. Ob jetzt der Argentavis oder ob der Stego zum Honig will. Gucken wir doch mal. Wer will hin? Der Argentavis ist immer noch im Abbauen beschäftigt. Und ihr seht, zack, der Argentavis fliegt auch zum Honig. Das heißt, wir könnten auch einen Argentavis mit Honig lenken. Ihr seht, zack, jetzt will er zu dem Honig. Jetzt wird er zu dem Honig. Also ihr könnt auch mit einem Honig Argentavis zum Beispiel in eine Box locken. Was auch vielleicht für den einen oder anderen Spieler im Early Game
wichtig wäre. Wir können mal testen, ob es bei einem Alu auch gehen würde. Er sieht ja jetzt hier auch immer noch Aggro, also nur weil ich im God-Mode bin, heißt nicht, dass ich keine Aggro ziehe. Ist halt bei Kreaturen, die euch angreifen wollen, ein bisschen doof. Auch der Rex, hier sieht man, zieht sofort Aggro. Hier macht es halt keinen Sinn, bin ich ganz ehrlich. Also, ich würde euch empfehlen, nutzt das bei Pflanzenfressern, ja. Oder wie gesagt, so Tieren wie Argentavisse, vielleicht eine Snow Oil. In Managam könnte man zum Beispiel probieren auf anderen Karten. Ein Petri zum Beispiel auch. Für die Leute, die falsche Probleme haben, gerade im Early Game, vielleicht ein Petri in eine Box zu locken. Auch hier geht das. Ihr könnt hier bei einem Petri zum Beispiel auch den Petri. Gucken wir mal. Ihr seht. Oh, gerade die Trodons an. Aber ihr seht da, auch der Petri folgt der Honigspur. Das heißt, ihr könntet auch diesen einfach in eine Box locken und damit einfach ganz einfach zähmen. Ich werde wahrscheinlich in dieser Dino-Reihe, die ich aufnehme, alles über. Und dann gibt es ja noch die zweite Videoreihe, wie tame ich. Und bei wie tame ich werde ich wahrscheinlich das immer mal mit reinwerfen, ob das Sinn macht bei einem Dino. Mit ein bisschen mehr euch das aber ausprobieren. Mir ging es halt in diesem Video hier darum, erstmal Leute, es funktioniert, ja. Es gibt bei Fleischfressern, bei Pflanzenfressern, durch die Bankback, ich habe jetzt keinen Dino gefunden, wo sie sagt, es nicht funktioniert hat. Sogar ein Giga hat es gefressen. Nur die Frage ist, ihr müsst ja so nah ran, um es hinzuwerfen und dann hat ein Giga auf euch eh Aggro und wenn ihr ihn in der Box locken wollt, dann nimmt lieber ein Flugtier und lockt ihn einfach rein, anstatt mit Honig, wisst ihr? Aber wie gesagt, bei Tieren, die ihr vielleicht eh einbauen wollt oder irgendwo weglocken wollt, weil sie irgendwo in einer doofen Position sind, ihr wollt jetzt den Dödi nicht angreifen, weil er vielleicht hier in der Ecke hockt, dann, ihr wisst ja, ich meine, es gibt bestimmt Möglichkeiten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr eine Möglichkeit hättet, wo ihr das nutzen würdet, oder vielleicht nutzt ihr es ja sogar. Und man kann das ja auch schon mit theoretisch Level 1 auf Fjordo nutzen. Jetzt fragt ihr euch gerade, hä, wie geht es auf Level 1? Es gibt hier auf Fjordo die Honigwaben, die einfach in der Wildbahn rumliegen. Und da haben wir an mehreren Orten auf der Karte immer wieder Honigwaben. Und ich muss mal ganz gucken, ich bin gerade im lokalen Modus, ob da die Honigwaben genau gleich spawnen wie auf den Servern. Aber genau hier. Hier zum Beispiel. Wir sind jetzt hier gerade bei den Koordinaten. Ich schau mal ganz kurz ein GPS an. Da seht ihr es noch ein bisschen besser. GPS. So. Wir sind jetzt hier gerade bei 45.894.8, also auf der rechten Seite. Und hier ist immer eine Honigwabe. Es gibt noch mehrere Orte, aber das ist so meine, ich gehe immer irgendwie hin, Honig holen. Und da einfach mit einer Spitzhacke draufkloppen. Wenn ihr da mit einer Spitzhacke draufschlagt, bekommt ihr Honig. Und das heißt, ihr könntet schon mit, so gesehen, Level 1 hier hingehen und euch einfach Honig einer riesigen Biene holen und damit Tiere die Box locken, wie halt zum Beispiel ein Enki, den ihr am Anfang einbaut, weil ihr sehr wahrscheinlich lange Zeit braucht, um ihn zu betäuben mit Bären oder halt ihn generell zu zähmen, weil mit Bären braucht es relativ lang. Also ich glaube, teilweise mehrere Stunden auf manchen Servern. Deswegen, also, schreibt mal in die Kommentare, Leute, wie findet ihr die Methode? Findet ihr sie ganz geil? Ich fand es cool, überhaupt zu wissen, dass es geht, weil ich habe das erst beim Recherchieren für den Gasberg rausgefunden, dass es überhaupt funktioniert. Vorher war mir das überhaupt nicht bewusst, dass sowas in Ark möglich ist. Also, vielen Dank. Wir sehen uns, Leute. Schreibt mal einen Kommentar und teilt das Video gerne. Bis denn. Tschüss.